Florian Silbereisen, überraschende Liebeserklärung an Helene Fischer. Er bekommt sie einfach nicht aus seinem Kopf. Insgesamt 10 Jahre waren Florian Silbereisen und Helene Fischer das Traumpaar Deutschlands. Ende 2018 passierte dann etwas Unglaubliches. Das Paar gab seine Trennung bekannt und bis zum heutigen Tag scheint es so, als hätte Florian Silbereisen diese Trennung noch immer nicht ganz verarbeitet. Überall, wo Florian auftritt, wird klar, dass Helene Fischer, 35, weiterhin ein großer Teil seines Lebens ist und er ständig an seine Ex-Partnerin denkt. Ein Teil von Florians persönlichen Sachen steht bei Helene. Im Finale der Show DSDS, bei der Florian Silbereisen nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo in die Jury berufen worden war, gestand der smarte Florian einige persönliche Details. Meine Kisten stehen zum Teil noch bei Helene zu Hause, da habe ich noch nicht so viel Zeit gehabt. Nun ja, Florian ist zwar eine vielbeschäftigte Entertainer, aber dass er in mehr als 15 Monaten keine Zeit gefunden haben will, um ein paar Kisten abzuholen, ist nicht ganz glaubwürdig. Und auch sonst lässt Florian keine Chance, aus seiner Ex-Partnerin vollkommen öffentlich Komplimente zu machen. Florian ist seit der Trennung von Helen Single. Seit der Trennung hatte Florian keine Beziehungen mehr gehabt. Zwar ist der Entertainer viel unterwegs, doch fast scheint es so, als wolle er den Platz an seiner Seite für eine ganz bestimmte Person freihalten. Haben vielleicht sogar die Umzugskisten bei Helene einen romantischen Hintergrund? Psychologe Dr. Arnstein, 73, hält das für durchaus möglich, wie er gegenüber der Zeitung Das Neue Blatt zu verstehen gibt. Wenn ein Mann seine Sachen bei seiner ehemaligen Partnerin lässt, hat er oft die Brücken zu ihr noch nicht ganz abgebrochen. Manche Männer lassen zum Beispiel noch ihre Autoreifen dort. Hauptsache, es ist ein Stückchen von ihnen da. Oft kann derjenige sich innerlich nicht richtig verabschieden. Es scheint, als wäre Florian also noch immer nicht über die Trennung hinweggekommen und auch für Helenes aktuellen Partner Thomas Seite dürfe es nicht angenehm sein, durch die Kisten im Haus an seinen Vorgänger erinnert zu werden. Man darf gespannt sein, was mit den Kisten passieren wird, wenn Helene und Thomas in ihr neues Haus am Ammersee ziehen. Helene ist nicht umsonst so erfolgreich. Sie ist mit Abstand die perfekteste, weil sie nie aufhört, an sich zu arbeiten. Tag und Nacht. Die hört nicht auf zu proben. Wenn alle ins Bett gehen, dann macht sie weiter. Wenn alles schon perfekt ist, sagt sie, Leute, von vorne. Das könnte man fast wie eine öffentliche Liebeserklärung verstehen. Ich